Also CO2 ist sozusagen die Leitgröße. Wenn man sich aber weiter fragt, wie sollen wir das eigentlich schaffen als Gesellschaft? Und das ist ja der Kampf, der im Augenblick stattfindet. Politisch wollen alles so weitermachen und wir merken, dass wir die Ziele nicht erreichen. Dann kommt man auf den Punkt, dass es wohl ohne eine Veränderung unseres wirtschaftlichen Denkens, unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses nicht geht. Wir können nicht immer weiter in einer begrenzten Welt Wachstum organisieren, weil Wachstum für uns so furchtbar wichtig ist, sondern wir müssen lernen, mit den begrenzten Ressourcen zurechtzukommen. Und das habe ich zum ersten Mal 2017 in einem Vortrag in Wittenberge von Professor Luft so richtig verstanden, als der Anthropozän-Prozess, wie dieser Agenda, der hier auch ist, zum Ende ging. Ein schönes Buch entstand mit vielen guten Texten über diese Zusammenhänge, und mir klar war, jetzt geht es irgendwie ums Ganze. Aber wie das vielleicht bei uns allen ist, dauert das so seine Zeit, wie man das umsetzt. Man kann das in seiner Umweltgruppe vor Ort machen, man kann das in seinem beruflichen Alltag machen, aber das bleibt eben alles begrenzt. Ich war fasziniert vom Auftauchen von Greta Thunberg. Ich habe bei den Fridays for Future ein bisschen mitgeholfen, als Gespräche im Bundestag Abgeordneten geführt wurden. Ich wurde beteiligt am Fachbeirat der Scientists for Future. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und es ist immer so eine Frage zwischen der Resonanz der Gesellschaft auf diese Aktivitäten und dem, was eben Aktive tun müssen, um die Gesellschaft voranzutreiben. Denn wenn wir zurück, als es um den Wahlkampf 2021 ging, als klar war, dass Deutschland sich was vornehmen müsste und erst unser Verfassungsgericht mitgeholfen hat, dass die Bundesregierung sozusagen ihr Klimagesetz nachgeschärft hat, haben wir gemerkt, dass neben den großen Worten eben nicht die richtigen politischen Taten auch folgen. Ich finde es von daher folgerichtig, dass die jungen Menschen, die damals versucht haben, mit dem Bundeskanzler ins Gespräch zu kommen durch Einsatz ihres eigenen Lebens, in der Last Generation sozusagen sich weiter besser organisiert haben. Es ist ein Problem, dass unsere Gesellschaft jetzt darüber diskutiert, ob das zulässig ist, ob das nicht zulässig ist, ob das Gesetze bricht. Die Tatsache ist, dass es in unserer Gesellschaft nicht in der nötigen Weise vorwärts geht. Die letzten Kämpfe rund um die Verkehrspolitik mit Minister Wissing haben das auch nochmal ganz klar gezeigt. Es muss also eine radikale Gruppe geben, die mit Gewaltfreiheit und Wahrung sozusagen aller menschenrechtlichen Aspekte uns als Gesellschaft darauf aufmerksam macht, dass hier sich etwas verändert. Auch in unserer Kirche spielt diese Debatte eine Rolle. Wir haben in der jüngsten Kirchenzeitung lesen können, dass eine Stimme sagt, das ist genau richtig, wir brauchen das unbedingt. Wir haben eine andere Stimme aus der Synode lesen können, die sagt, auf keine Fälle, das ist ungesetzlich, da machen wir nicht mit. Unser Bischof hat eine klare Haltung, solidarisch zu dieser Bewegung zu sein. Und auf der anderen Seite hört er auch auf die Menschen, die eben sagen, das ist doch ungesetzlich, sich auf die Straße zu setzen und andere in ihrer Freiheit zu begrenzen. Das ist das Problem, was im Augenblick zwischen uns schwelt. Und es hat ein bisschen damit zu tun, was wir quasi auch theologisch darüber denken, was hier gerade abläuft. Ich habe einen Satz im Kopf gehabt, der heißt: Wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, Christus leuchtet dir. Das ist ein Satz, der im Epheserbrief steht. Und dieses Wach auf, steh auf von den Toten, das ist natürlich übergeordnet, also bildlich gemeint. Wir in unserer Trägheit müssen aus den Puschen kommen. Wir müssen verstehen, was die Sache ist. Und das, was ich versucht habe, an meinem eigenen Leben zu schildern, dieses Aufwachen, dieses Bewussterwerden, ist etwas, was uns als Christen herausfordern kann. Und dass Christus in uns leuchtet, ist die Zusage, die uns hier gemacht wird.
90 Jahren im April, das war 1933, hat Dietrich Bonhoeffer einen sehr wichtigen Vortrag hier in Berlin gehalten. Der hatte mit der Judenfrage zu tun. Er hatte damit zu tun, wie sich Christen in Deutschland gegenüber dem staatlichen Handel verhalten sollen, was ja immer deutlicher wurde und dann im Jahr 1933 ja auch sehr folgenreich wurde. Er hat damals gesagt, dass dem Staat gegenüber die Kirche an das Verantwortlichsein appellieren kann. Und das tun wir. Das tun wir nicht nur mit unserem eigenen Klimaschutzgesetz, sondern mit unserer öffentlichen Rede. Das zweite, was er genannt hat, war Dienst an den Opfern des Staatshandels. Das, was wir im sozialen Bereich sehen, müsste ja nicht sein, wenn unsere Gesetze so organisiert wären, dass jeder sein Auskommen hat. Die Kirche kümmert sich im diakonischen Bereich um Menschen und das ist sozusagen der zweite Aspekt, den Dietrich Bonhoeffer damals genannt hat. Und dann hat er an dritter Stelle diesen berühmten Satz gesagt, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Das, was ich erlebe, ist, dass unsere Gesellschaft wie eine geölte Maschine funktioniert, dass wir alle in dieser Gesellschaft sozusagen unser Teil als Rädchen mitspielen. Dieses Bild von in die Speichen des Rades fallen, hat also auch vielleicht etwas mit diesem gesellschaftlichen immer weiter zu tun. Es ist unsere Aufgabe, als Menschen, in denen Christus leuchtet, darüber nachzudenken, an welcher Stelle wir sozusagen widerständig sein sollen. Und die jungen und älteren Leute, die das auf der Straße tun, haben das auf ihre Weise beantwortet. Ich möchte zuletzt noch an einen sehr guten Text von dem Theologen Ruben Zimmermann erinnern, der oder anregen, ihn zu suchen und zu lesen, der sich mit der Rolle der Last Generation auseinandergesetzt hat. Er sagt, dass diese Menschen als Klimareligion zu bezeichnen oder als Endzeitsekte an der Wahrheit vorbeigeht und dass sie diffamierend ist. Er sagt, dass die Rolle des prophetischen Handelns und Redens in dieser Gesellschaft wichtig ist und dass sie vielleicht nicht die gesamte Kirche einnehmen kann, aber Einzelne und damit auch Menschen bei Last Generation. Er sagt auch, dass die Fridays und die anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen die Kirche lehren können, mutiger und mit eigenen theologischen Beiträgen zum Klimadiskurs beizutragen. Und damit könnten wir auch alle gemeinsam lernen, klarer mit symbolischem Handeln in unserer Gesellschaft zu wirken, damit mehr auf einen klaren Weg kommen. Vielen Dank, dass Sie hier heute alle dabei sind. Und jetzt versuchen wir noch zwei schöne Lieder zu singen.